Lade euch ein, die Heilige Schrift mit mir aufzuschlagen. Zum ersten Thessalonicher Brief, 1. Thessaloniker, Kapitel 4. Wir lesen gemeinsam die Verse 1 bis 8. 1. Thessalonicher, Kapitel 4, die Verse 1 bis 8. Und hier heißt es in Gottes heiligen, irrtumslosen Wort. Übrigens nun, Brüder, bitten und ermahnen wir euch in dem Herrn Jesus, da ihr ja von uns Weisung empfangen habt, wie ihr wandeln und Gott gefallen sollt, wie ihr auch wandelt, dass ihr darin noch reichlicher zunehmt. Denn ihr wisst, welche Weisung wir euch gegeben haben durch den Herrn Jesus. Denn dies ist Gottes Wille, eure Heiligung, dass ihr euch von der Unzucht fernhaltet, dass jeder von euch sich sein eigenes Gefäß in Heiligung und Ehrbarkeit zu gewinnen wisse, nicht in Leidenschaft der Begierde wie die Nationen, die Gott nicht kennen, dass er sich keine Übergriffe erlaube, noch seinen Bruder in der Sache übervorteile, weil der Herr Rächer ist über all dies alles. Wie wir euch auch vorher schon gesagt und eindringlich bezeugt haben, denn Gott hat uns nicht zur Unreinheit berufen, sondern in Heiligung. Deshalb nun, wer dies verwirft, verwirft nicht einen Menschen, sondern Gott, der auch seinen Heiligen Geist in euch gibt. Amen. Amen. Lasst uns beten. Herr, Lob und Dank sei dir für dein heiliges Wort. Und auch jetzt sprichst du wieder zu uns. Seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute, Wohlgefällige und Vollkommene. Und dazu hilf uns, Herr, schenk uns deine Gnade, dass wir deinen Willen erkennen. Dazu schenk uns auch jetzt erneuerte Sinne, dass wir das Gute, das vor dir Wohlgefällige, das Vollkommene tun, zu deiner Ehre allein. Vater im Himmel, sei uns gnädig um Jesu Christi Willen, unseres Herrn. Gepriesen sei dein Name. Amen. 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 Nehmt gerne Platz. Für all jene von euch, die es vielleicht nicht mitbekommen haben, ich starte eine neue Predigtserie, so der Herr will, bald über den Propheten Elia. Aber bis dahin habe ich mir vorgenommen, ein paar Lehrpredigten zu halten zu bestimmten wichtigen Themen. Am vorletzten Sonntag sprach ich darüber, was einen treuen Mann Gottes ausmacht. Am letzten Sonntag sprach ich darüber, was eine treue Frau Gottes ausmacht. Und mit diesen beiden Predigten habe ich im Grunde auch die Frage beantwortet, wann ein Mann reif ist, eine Ehe einzugehen, eine Familie zu gründen und nach welchen Eigenschaften er eigentlich bei einer Frau suchen sollte, wenn er heiraten möchte. Heute nun möchte ich weitergehen und folgende Frage beantworten. Wie nun sollte ein heiratsfähiger junger Mann eine Ehefrau für sich gewinnen? Wie sollte er dabei konkret vorgehen? Wie sollte man eigentlich eine Beziehung anfangen? Denn schon am Anfang der Heiligen Schrift, in Genesis Kapitel 2, Vers 24 heißt es, ein Mann wird seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und die zwei werden ein Fleisch sein. Die Bibel zeigt uns, dass in der Regel der junge Mann und die junge Frau erst dann das Elternhaus verlassen, wenn sie heiraten. Bis dahin leben sie unter der Autorität und Obhut ihrer Eltern. Aber irgendwann ist der Zeitpunkt gekommen, Vater und Mutter zu verlassen, zu heiraten und selbst eine Familie zu gründen. Aber wie sollte nun ein Mann eine Ehefrau gewinnen? Darüber möchte ich sprechen. Über biblische Brautwerbung. Also wie umwerbe, wie gewinne ich eine Braut, eine Ehefrau für mich selbst, gemäß der Heiligen Schrift. Und hier, ihr Lieben, gibt es große, schreckliche Unkenntnis unter Gottes Volk, unter den Gemeinden. Darüber wird kaum ein Wort verloren, gelehrt. Dafür aber ist die Welt sehr, sehr fleißig. Alle Leute schon von klein auf an zu belehren, wie es zu laufen hat. In den Filmen, in den Serien, in den Liedern, in den Büchern, ja, oder einfach durch die Vorbilder, das, was uns Leute vormachen, wird im Grunde doch einiges gesagt, wie es zu laufen hat. Und im Grunde können wir sagen, verläuft es doch so in der Welt.
Ein junger Mann sieht eine junge Frau oder umgekehrt und findet sie anziehend, gut aussehend, nett, was auch immer. Man sieht sich in der Schule, in der Uni, in der Disco, in der Bar, wo auch immer man sich so sieht. Und dann überwindet sich der junge Mann und sucht vielleicht einen Anmachspruch oder sowas in der Art und spricht die junge Frau an. Mittlerweile läuft das auch oft umgekehrt. Oder, obwohl heute läuft es noch leichter, du hast eine App auf deinem Handy, so eine Dating-App, und da schaust du einfach, welche Dame oder welcher junge Mann zu dir passt. Und dann schreibt man sich vielleicht an über WhatsApp oder Instagram oder was auch immer. So, und dann fängt man an, miteinander zu flirten. So. Und dann verabredet man sich und geht miteinander aus. Man trifft sich alleine und macht irgendeine Freizeitaktivität gemeinsam. Man geht ins Kino oder man isst was oder was sonst auch immer. Und dann kommt es irgendwann zum ersten Kuss. Und oft schon, ja bei vielen sogar am ersten Abend, landet man dann zusammen im Bett. Und wenn das kein One-Night-Stand war, dann ist man ab sofort sozusagen zusammen. Man ist irgendwie ein Paar. Und die meisten Beziehungen halten dann ein paar Monate, vielleicht sogar ein paar Jahre, aber in der Regel wird dann der Partner nach einer gewissen Zeit langweilig, irgendwie sind die Schmetterlinge im Bauch nicht mehr da und der Partner nervt einen irgendwie und dann fängt man an, sich zu streiten und dann ist alles langweilig und dann beendet man die ganze Sache. Wenn ich recht informiert bin, hat ein Mann in Deutschland im Durchschnitt ungefähr 10 Partnerinnen, mit der er dann intim geworden ist, ja, und eine Frau im Durchschnitt so 5 ungefähr, weil die Leute ja recht früh anfangen, die fangen mit 12 oder 13 an oder wie auch immer und dann hat man verschiedene Partner bis ins hohe Alter hinein und dann geht man von Beziehung zu Beziehung, denn die Welt sagt, also wenn du die Schuhe kaufst, dann probierst du die auch vorher an und bevor du dich irgendwie fest an jemanden bindest, solltest du ihn auch erstmal ausprobieren, aber diese so weise Methode der Welt funktioniert irgendwie nicht so richtig. Denn die meisten Beziehungen halten nicht. Wenn es aber scheinbar klappt und wenn man einige Jahre vielleicht zusammen bleibt, dann zieht man vielleicht sogar auch zusammen und dann entsteht vielleicht auch ein Kind. Und dann vielleicht kommt man auf die Idee, dass man ja heiraten könnte. Aber das ist eigentlich nur eine romantische Sache. Eine Sache, die man sich wünscht, weil sie schön ist. Dann geht man zum Standesamt und vielleicht zur Kirche und dann schließt man die Ehe, die man dann bei Nichtgefallen auch wieder auflösen kann. Das heißt, man sagt nicht im Grunde, auch wenn man sagt mit seinen Lippen, sagt man in Wirklichkeit nicht, bis dass der Tod uns scheidet, sondern ja, bis dass wir keine Lust mehr haben. Ihr wisst, wie hoch die Scheidungsrate ist. Das ist die Weise der Welt. Ihr wisst es, dass das genau so abläuft, überall um uns herum. Was ist das Ergebnis? Geschädigte Menschen. Männer und Frauen, die seelisch verletzt worden sind, die sogar beziehungsunfähig werden. Sie gehen von einer Beziehung zur anderen. Kaputte Ehen, kaputte Familien. Vor allem, und das ist wohl das Schlimmste, kaputte Kinder, die unter all diesem Heckmeck leiden. Wir könnten intensiv darüber sprechen, welche Folgen das hat, wenn Menschen so ein Leben führen, von Partner zu Partner gehen. Und ich denke, euch ist klar, dass sich der Herr, der die Ehe erfunden hat, der sie geschaffen hat, dass er sich das so nicht gedacht hat. Wir müssen darum fragen, was ist der Wille Gottes, wie es heißt in Römer Kapitel 12. Seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, nämlich das Gute, das Wohlgefällige, das Vollkommene. Was ist nun Gottes Wille für dich? Und was ist Gottes Wille, ja wie ein junger Mann jetzt eine Frau gewinnen soll? Ich möchte heute eigentlich nur 2 grundlegende biblische Prinzipien nennen, die man dabei beherzigen müsste. Ich weiß, man kann noch viel mehr dazu sagen und sicherlich werde ich auch einige Fragen eigentlich offen lassen. Meine Hoffnung für heute ist, dass diese beiden biblischen Prinzipien, die ich nennen werde, dass die wirklich ankommen und dass die beherzigt werden in unserer Mitte. Das erste biblische Prinzip ist, dass was auch immer du tust, dass du in allem auf Reinheit achtest. Nochmal 1. Thessalonicher Kapitel 4, schaut mal, Vers 3, denn dies ist Gottes Wille, eure Heiligung, dass ihr euch von Unzucht fernhaltet. Fragst du eigentlich, was der Wille Gottes ist? Interessiert dich, was Gott will für dein persönliches Leben? Hier hast du eine klare Antwort, jeder von euch wisse, dies ist der Wille Gottes, ja für dein persönliches Leben, Heiligung. Das ist der Wille Gottes, der offenbarte, klare Wille Gottes für dein Leben. Heiligung. Lass uns schauen, was der Apostel Paulus genau schreibt. Fangen wir nochmal an Vers 1. 1. Thessalonicher Kapitel 4, Vers 1.
Übrigens, nun, Brüder, bitten und ermahnen wir euch in dem Herrn Jesus, da ihr von uns Weisungen empfangen habt, wie ihr wandeln und Gott gefallen sollt. Wie ihr auch jetzt wandelt, dass ihr darin noch reichlicher zunehmt, denn ihr wisst, welche Weisungen wir euch gegeben haben durch den Herrn Jesus. Paulus hat die Christen unterwiesen, wie sie wandeln sollen. Und er betont dabei, er hat das nicht aus seiner eigenen Weisheit oder in seiner eigenen Autorität getan. Er spricht in den Namen Jesu, er spricht das aus, was der Herr Jesus Christus selbst fordert. Er lehrt sie, wie man Gott gefallen soll. Die Thessalonicher tun das, Gott sei Dank, aber sie sollen darin noch reichlicher zunehmen. Ein Kind Gottes fragt also nicht, wie weit kann ich gehen, um mich möglichst nicht irgendwie grob zu versündigen. Ein Kind Gottes fragt, wie kann ich nur möglichst heilig leben? Wie kann ich nur möglichst den ganzen Willen Gottes tun? Wie kann ich mehr und mehr so leben, wie es eigentlich Gott gefällt? Was ist nun die Anwendung oder die Weisung des Herrn? Was ist seine Anordnung? Vers 3, denn dies ist Gottes Wille, eure Heiligung, dass ihr euch von der Unzucht fernhaltet. Das ist Gottes Wille, heilig zu sein. Denn der Herr spricht, ihr sollt heilig sein, denn auch ich bin heilig. Nicht ein Leben in Unreinheit, in Unzucht zu führen. Unzucht, damit meint die Heilige Schrift jegliche sexuelle Betätigung außerhalb des Ehebundes zwischen Mann und Frau. Davon soll sich jeder Christ fernhalten. Dies ist ausdrücklich der Wille Gottes. Jeder von euch wisse, dass es der Wille des Herrn ist, dass ihr euch von Unzucht fernhaltet, jeglicher Form. Aber was sollte denn ein christlicher Mann stattdessen tun? Vers 4. Dass jeder von euch sich sein eigenes Gefäß in Heiligung und Ehrbarkeit zu gewinnen wisse. Manche sagen, Paulus spricht hier von seinem eigenen Leib, also von seinem eigenen Gefäß, den man unter Kontrolle bringen soll. Und das ist selbstverständlich richtig. Jeder sollte sich in Selbstbeherrschung üben. Aber es gibt meines Erachtens nach viele Gründe, warum es hier nicht bloß um die Selbstbeherrschung des eigenen Leibes geht, sondern wie die Elberfelder und die Schlachter auch richtig wiedergeben. Es geht um die Selbstbeherrschung bei der Gewinnung eines eigenen Gefäßes, nämlich einer Ehefrau. Und der Punkt ist, die Brüder sollen wissen, sie sollen wissen, wie sie für sich selbst eigene und keine fremden Frauen gewinnen. Und zwar wie? In Heiligkeit und in Ehrbarkeit. Jeder seine eigene Frau in heiliger und ehrbarer Art und Weise soll er sie gewinnen. Paulus ist das wichtig, er sagt das auch im Korintherbrief in 1. Kapitel 7, da heißt es, es ist gut für einen Menschen, keine Frau zu berühren, aber wegen der Unzucht habe jeder seine eigene Frau und jede habe ihren eigenen Mann. Welche Frau darf ein Mann also berühren? Seine eigene Frau. Hier im Ehebund ist der Ort der intimen Zweisamkeit. Sexuelle Berührung einer Frau gehört allein in die Ehe, nur hier, das ist das Zeugnis der gesamten Heiligen Schrift. Brüder, sollen jeder Einzelne, wenn er heiraten möchte, seine eigene Ehefrau für sich selbst gewinnen. Und zwar in Heiligung und Ehrbarkeit. Was heißt das? Nun, das, was in Vers 5 geschrieben steht. Eben nicht in Leidenschaft der Begierde, wie die Nationen, die Gott nicht kennen. Also die Gottlosen, die Gott nicht kennen, die Gott nicht fürchten, die seine Gebote nicht halten wollen. Sie tun ja, was sie wollen, nämlich was ihre Begierde will. Und darum pfeifen sie auch auf Gottes heiligen Ehebund. Sie leben ihre Leidenschaft aus, wann und mit wem sie es wollen. Gottes Wille aber ist es für einen Christen, dass er heilig lebt, dass er nicht so lebt wie die Nation. Er wurde herausgerettet aus der Gottlosigkeit und soll nun heilig leben, wie auch der Herr heilig ist. Das Problem ist aber, dass die meisten, die sich Christen nennen, genauso leben, auch in Bezug auf die Art und Weise, wie sie ihre Beziehungen pflegen, genauso leben wie die Gottlosen. Gottes Wort warnt davor. Eine Beziehung zu einer Frau, wenn man sie eingeht, so darf es nur in Heiligkeit und Ehrbarkeit geschehen, ohne Unzucht. Vers 6. Dass er sich keine Übergriffe erlaube, noch seinen Bruder in der Sache übervorteile, weil der Herr Rächer ist über dies alles, wie wir euch auch vorher schon gesagt und eindringlich bezeugt haben. Seht ihr, worüber Paulus spricht? Worüber er sprach, als er bei den Thessalonichern war. Wie er sie eindringlich ermahnt hat, wie er eindringlich bezeugt hat, wie sie leben sollen, nämlich so. Wenn ein Mann in der Gemeinde Unzucht treibt mit einer Frau, vielleicht auch aus dem Kontext der Gemeinde, dann ist das ein Übergriff. Er überschreitet die klar von Gott gesetzten Schranken seines Gesetzes. Er überschreitet eine Grenze.
Eine Grenze, die der Herr in seiner Heiligkeit gesetzt hat. Und er übervorteilt auch einen Bruder. Warum denn? Nun, es könnte ja sein, dass er sich mit einer Verlobten oder mit einer Ehefrau von einem Bruder einlässt, Unzucht treibt und diesen Mann so schwer hintergeht. Es könnte auch eine Tochter sein von einem Bruder, der seine Tochter eigentlich bewahren möchte, dass sie einen Ehemann findet. Und er treibt mit ihr Unzucht. Er übervorteilt seinen Bruder. Oder jede Frau, mit der man Unzucht treibt, die nicht die eigene ist, mag doch in Zukunft die Frau eines Bruders werden. Und so übervorteilt man den Bruder, der es in Zukunft werden wird. Wer so etwas tut, wer seine Grenzen überschreitet und mit Frauen sexuell unrein wird, macht aber nicht nur sich gegenüber Menschen schuldig. Schaut einmal, was hier steht, Vers 6. Der Rächer ist der Herr über dies alles. Wie wir euch schon auch vorher schon gesagt und eindringlich bezeugt haben. Paulus hat sie gewarnt. Der Herr ist der Rächer über all dies. Paulus hat das eindringlich bezeugt. Der Herr wird für Unzucht strafen. Er lässt das nicht unbestraft. Er duldet so ein Verhalten in seiner heiligen Gemeinde nicht. Lest einmal zu Hause die Geschichte des heiligen Priesters Pinhas in 4. Mose Kapitel 25. Da seht ihr, wie sehr der Herr Unzucht hasst. Vers 7. Denn Gott hat uns nicht zur Unreinheit berufen, sondern in Heiligung. Deshalb nun, wer dies verwirft, verwirft nicht einen Menschen, sondern Gott, der auch seinen Heiligen Geist in euch gibt. Christen sind zur Reinheit, zur Heiligung berufen. Sie gehören dem heiligen Gott und sollen darum auch heilig für ihn leben. Wer das jetzt verwirft, das heißt, wer von euch in Unzucht lebt, der soll wissen, wen er eigentlich verwirft. Bist du dir wirklich im Klaren, dass wenn du sexuell unrein lebst, dass du damit eines tust, nämlich Gott verwirfst? Ist dir das bewusst? Du verwirfst den heiligen Gott. Du stellst dich damit gegen den Heiligen Geist. Du verwirfst Gott, der seinen Heiligen Geist dir geschenkt hat. Und wenn er dir schon den Heiligen Geist gibt, solltest du wissen, dass du darum heilig zu leben hast. Willst du den Heiligen Geist betrüben? Willst du den heiligen, dreimal heiligen Gott erzürnen? Wenn du in Unreinheit lebst, stellst du dich gegen Gott. Sei dir dessen bewusst, sei eindringlich gewarnt. Jeder von euch tue Buße, wenn er in Unzucht lebt, in Unreinheit. Wisse darum, der Zorn Gottes kommt. Sicher. Seine Strafe kommt. Und wenn du sein Sohn bist, seine Tochter, er wird dich züchtigen. Er wird dich strafen. Auf dass du umkehrst von dieser Bosheit, denn er hasst Unzucht. Will nun ein Christ eine Frau gewinnen, wird er dies beherzigen. Es muss heilig und ehrbar und rein ablaufen, ohne Unzucht, ohne Übergriffe, ohne Übervorteilung. Das muss unbedingt ankommen, das müssen wir unbedingt beherzigen. Nun lasst uns aber fragen, wie kann man jetzt gewährleisten, dass ein junger Mann eine Frau in aller Reinheit kennenlernt und seine Grenzen nicht überschreitet und sie sich nicht verunreinigen? Nun, der Herr unser Gott gab jemanden den Auftrag, über diesen Prozess zu wachen. Und das ist unmissverständlich in der Bibel, ihr Lieben. Leider ist diese Wahrheit heutzutage völlig vergessen oder verdrängt. Und das ist einer der Hauptgründe, warum so viel schief läuft bei diesem Thema und es so viel Unreinheit auch in Gemeinden gibt. Wem hat Gott eigentlich den Auftrag gegeben, über diese Reinheit bei der Eheschließung zu wachen? Die Antwort ist, die Väter haben von vor Gott die Verantwortung, ihre Töchter zu beschützen und zu behüten. Es ist ihre von Gott gegebene Aufgabe, ihre Töchter als Jungfrauen in die Hände eines Mannes zu übergeben, der sie gut behandeln wird. Und hier nun haben wir das zweite Prinzip, die Autorität und Aufsicht des Vaters. Wie bitte, werden jetzt schon einige sagen, vielleicht in völliger Entrüstung. Die Väter sollen sich einmischen bei der Partnerfindung? Das darf doch wohl nicht wahr sein. Ihr seid doch rückständige Machos. Ihr seid doch patriarchalische Pascha. Ihr wollt doch am liebsten zurück irgendwie ins Mittelalter. Ihr wollt doch Zwangsehen einführen. Frauen haben wohl bei euch überhaupt gar keinen Wert. Nun wisst darum, ihr Lieben, dass genau das Gegenteil wahr ist.
Ich glaube, dass die Frauen überhaupt nicht mehr wertgeachtet und respektiert werden in unserer Gesellschaft. Und das muss sich unbedingt ändern. Und es muss unbedingt anders sein in unserer Mitte. Frauen werden von Männern behandelt wie Spielzeuge, mit denen sie eine gewisse Zeit irgendwie Spaß haben und dann links liegen lassen, wenn das nicht mehr das Vergnügen bringt, was sie sich erhoffen. So geht man mit Frauen um. Das nennt man emanzipiert und irgendwie Wert der Frau in unserer Gesellschaft. Aha. Ein Vater aber, der seine Tochter wirklich liebt, wird genau darauf achten, wie man sie behandelt. Überlegt einmal kurz mit mir. Was würden wohl die meisten Väter sagen, wenn ein junger Mann an die Tür kommt und klingeln würde und Folgendes fragt? Ich bin gekommen, um Ihren Mercedes auszuleihen. Ich würde gerne eine kleine Spritztour machen. Was würde wohl der Vater sagen? Er sagt, du spinnst, junger Mann. Du hast sie wohl nicht mehr alle. Ich kenne dich nicht einmal und du kommst und willst mein Mercedes ausleihen? Du hast gar keine Ahnung, du kannst dir gar nicht vorstellen, wie wertvoll dieses Auto eigentlich ist. Das ist kein Spielzeug, verstehst du? Ich weiß doch noch nicht mal, ob du fahren kannst. Wie sollte ich dir ansatzweise vertrauen? Du wirst sicherlich Kratzer und Beulen oder was auch immer reinfahren und du wirst das Auto auch unordentlich hinterlassen, es verdrecken. Ich habe keinerlei Grund, dir irgendwie zu vertrauen, geschweige denn dir mein teures Auto anzuvertrauen. Ich werde dich nicht einmal 5 Minuten damit fahren lassen. Verschwinde und berühre mein Auto nicht. Alle Männer, die so ein teures Auto dann lieben und pflegen, werden jetzt zu mir sagen, ja, selbstverständlich. Natürlich, keiner berührt mein wertvolles Auto, das ich so voller Sorgsamkeit pflege und sauber halte und es glänzt. Aber ganz anders dann, wenn Folgendes passiert, überall in Deutschland, überall. Es kommt ein junger Mann an die Tür und klingelt und sagt, ich bin hier, um Ihre Tochter abzuholen, wir wollen an den See fahren. Okay, ich rufe sie. Ich habe zwar keine Ahnung, wer du bist, was du Unzüchtiges mit ihr anstellen wirst, wie du sie in alle Unreinheit verführen wirst, wie du deinen Spaß mit ihr haben wirst und dann deinen Kumpels davon erzählst, wie du sie rumgekriegt hast, aber damit habe ich ja nichts zu tun. Ich weiß zwar nicht, ob man dir trauen kann, aber ja, du wirst dir wahrscheinlich ihr Herz brechen, du wirst für immer Wunden hinterlassen, aber mein Problem ist das ja nicht, das ist ja ihre eigene Sache. Sie muss ja wissen, worauf sie sich einlässt. Oh, Männer sind eher bereit, ihren Mercedes zu schützen als ihre Töchter. Das Auto ist wertvoller und wichtiger als ihre eigenen Töchter. Sie wollen ihr Auto sauber und unversehrt bewahren, aber über ihre Tochter geben sie dahin, um mit ihr alles zu treiben, was sie wollen. Sieht das nicht genauso aus? Und ihr Lieben, wenn wir drüber nachdenken, ist es nicht eine Schande? Ist es nicht eine absolute Schande? Ein liebevoller Vater, der seine Tochter wirklich liebt, wird sie lieben mehr als jedes irdische Gut. Und darum wird er genau darauf Acht geben, wie es der Tochter ergeht. Ein Vater hat seine Tochter begleitet vom ersten Tag an, sie geliebt und versorgt und beschützt. Und darum wird er auch diesen Wunsch haben. Ich möchte meine geliebte Tochter, meine wertvolle Tochter, meine Tochter, die ich liebe von Herzen, die werde ich nur in die Hand eines Mannes übergeben, der sie lieben und ehren wird und der ihr Gutes tun wird ihr Leben lang. Ein Vater nach dem Herzen Gottes wird sagen, ich habe jetzt die Verantwortung für meine geliebte Tochter und ich übergebe sie in die Verantwortung nur eines Mannes, der gut für sie sorgen wird, der anständig ist, der sie nicht ausnutzen wird, der sie nicht links liegen lassen wird. Dafür ist mir meine Tochter viel zu wertvoll. Ich spreche nicht von Zwangsheirat. Es geht nicht darum, dass eine Tochter gegen ihren Willen verheiratet wird, was übrigens illegal in Deutschland ist und eine Straftat. Und wir ordnen uns den Staat unter. Steht völlig außer Frage. Aber beides ist nicht in Ordnung, ihr Lieben. Weder Zwangsheirat noch ist mir egal Heirat. Nach dem Motto, wo die Liebe halt hinfällt, soll sie doch machen, was sie will. Das ist nicht mein Leben. Nein, ein liebevoller Vater beschützt seine Tochter vor Halunken und Taugenichtsen, die nur im Sinne haben, ihre Tochter ins Bett zu kriegen und mit ihren Gefühlen zu spielen, die keine Verantwortung übernehmen wollen, keine lebenslange Treue schwören wollen für sie. Die Bibel ist eindeutig in dieser Sache. Den Vätern
ist die Verantwortung übergeben, darauf zu achten. Der Apostel Paulus sah sich sozusagen als der geistliche Vater der Korinther. So sagt er das in 1. Korinther Kapitel 4. Da sagt er, denn wenn ihr auch 10.000 Zuchtmeister in Christus hättet, so doch nicht viele Väter, denn in Christus Jesus habe ich euch gezeugt durch das Evangelium. Er sieht sich also geistlich gesehen als Vater der Korinther. Was tut ein guter Vater? Wir lesen es in 2. Korinther Kapitel 11 Vers 2. Da heißt es, ich eifere um euch mit Gottes Eifer. Denn ich habe euch einen Mann verlobt. Ich habe euch einen Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau vor den Christus hinzustellen. Paulus tritt hier als Vater der Braut auf, hier der Korinther. Und er sagt, ich habe euch verlobt mit Christus. Ich bin euer Vater und ich habe euch in die Hand eines guten Mannes verlobt. Und ich mühe mich nun eifrig darum, dass ihr als reine keusche Jungfrau diesem Mann bewahrt bleibt, bis Christus erscheint. Und ihr Lieben, so war es seit jeher, wir sehen das in der Heiligen Schrift, etwas, was heutzutage völlig unbekannt ist. Ein Vater schloss mit einem jungen Mann den Ehevertrag, die Verlobung. Der Vater verlobte seine Tochter an einen passenden Mann. Und dieser verpflichtete sich dazu, diese Frau zu heiraten und sie zu ehren. Und der Vater bewahrt und beschützt nun diese Jungfrau, seine Tochter. Und natürlich nicht einfach gegen ihren Willen, das wäre unweise, denn der liebevolle Vater wünscht sich natürlich, dass diese Tochter glücklich ist und eine gesunde Ehe führen wird. Der Vater verlobt aber seine Tochter mit einem Mann. Und dieser Mann verpflichtet sich dazu, diese Tochter zur Frau zu nehmen. Und das war ein richtiger Vertrag, ihr Lieben. Wir sehen das auch bei Josef und Maria, wenn wir uns das genauer anschauen. Der junge Mann bezahlte sogar einen hohen Brautpreis an den Vater, was auch aufzeigen sollte, das ist eine Absicherung. Ich komme wirklich, um sie zur Frau zu nehmen. Und der Vater konnte wissen, er wird kommen, er hat den Preis bezahlt. Auch daran erkennen wir, welch eine enorme Rolle die Autorität des Vaters spielte bei der Eheschließung. Der Vater muss, wie Paulus, mit liebevollem Eifer dafür sorgen und es nicht zulassen, dass seine Tochter irgendeinen anderen Mann gehört als allein ihren zukünftigen Ehemann. Diesem Mann soll sie gehören und niemanden sonst. Und das ist ein biblisches Prinzip, ihr Lieben, das zwar in Vergessenheit geraten ist, aber wer seine Bibel lesen würde, würde es wissen. Wir lesen schon in 5. Mose Kapitel 22 Vers 14, Da lesen wir, wie ein Vater seine Tochter an einen Mann verheiratet hat. Und wenn nun der Mann diese Tochter vorfindet und sie ist keine Jungfrau, das heißt, sie hat Unzucht getrieben vorher, was soll dann passieren? Da heißt es dann in Gottes Wort, dass in Israel, als es diesen Gottesstaat gab, der Gottes Gnade, da heißt es, dann soll sie vor dem Eingang des Hauses ihres Vaters gesteinigt werden. Da heißt es dann, weil sie eine Schandtat in Israel verübt hat, zu Huren im Hause ihres Vaters und du sollst das Böse aus deiner Mitte wegschaffen. Das heißt, im Hause des Vaters hat sie gehurt. Sie hat sich nicht als Jungfrau bewahrt, sie hat diese böse Schandtat begangen und das soll es in Israel nicht geben. Und wo heißt es, soll sie gesteinigt werden hier? Vor dem Hause des Vaters. Warum? Nun, weil der Vater die Verantwortung hat für sie. Er muss dafür sorgen, dass seine Tochter in die Hand eines Mannes übergeben wird, und zwar rein und keusch. Jesus selbst sagt in Matthäus Kapitel 22, Vers 30, denn in der Auferstehung heiraten sie nicht, noch werden sie verheiratet, sondern sie sind wie Engel im Himmel. Jesus sagt das an einigen Stellen, dieses heiraten und verheiratet werden. Was meint das? Das spricht die zwei Geschlechter an, ihr Lieben. Männer heiraten, Frauen werden verheiratet. Und Jesus sagt, das geht so lange, bis die Auferstehung kommt. Werden Frauen verheiratet durch ihre Väter. Ein Prinzip, das Christus kennt und das in der Bibel immer wieder vorkommt. Frauen werden verlobt, Frauen werden verheiratet. Der Vater übergibt seine Tochter an einen Ehemann. Und ihr Lieben, das war auch noch vor ein paar Generationen in Deutschland so. Ein Überbleibsel davon ist, dass der Vater die Braut bei der Hochzeit nach vorne bringt und sie dem Bräutigam übergibt. Ein biblisches Prinzip.
Gottes Wort lehrt. Die Tochter steht unter der Obhut des Vaters, bis er diese Verantwortung an einen Ehemann übergibt. Und der Vater hat die Aufgabe, die Tochter für einen Ehemann zu bewahren, der sie dann lieben und ehren wird. Und junge Menschen haben nämlich oft eine rosarote Brille auf und wählen vielleicht einfach ja einen Mann, der vielleicht gar nicht gut für sie sein wird. Der Vater die Aufgabe zu helfen, das Ganze ein bisschen nüchterner zu sehen. Sie sagt, aber Papa, er ist ja so hübsch und er hat so schöne Haare. Ja, meine Tochter, aber er hat keinen Job. Und er hat sein Studium abgebrochen und er bekommt sein Leben einfach nicht auf die Reihe. Er hat jetzt 4 Beziehungen angefangen, habe ich gehört. Er war sogar einmal verlobt und er kriegt es nicht gebacken. Soll der wirklich die Verantwortung für dich übernehmen? Möchtest du das? Aber Papa, er ist so witzig und dann kann er so schön Gitarre spielen und er ist Mitglied in einer Band. Ja, meine Tochter, aber er glaubt nicht wirklich ernsthaft an Christus und er ist nicht Mitglied und Teil einer biblischen Gemeinde. Wie sollte er jetzt treu für dich sorgen können und dir vorstehen können und deine Kinder erziehen können im Glauben? Seht ihr, ein liebevoller, verantwortungsvoller Vater wird seine teure und geliebte Tochter in Liebe anleiten und dir beistehen. Und sie nicht einfach irgendeinem Hans und Franz, einem x-beliebigen, der daherkommt, übergeben. Dafür ist die Tochter zu wertvoll. Er lässt nicht zu, dass man mit seiner Tochter spielt. Das ist die biblische Rolle des Vaters. Die Welt lehrt dich aber, du musst so leben wie Romeo und Julia, wo die Eltern nur die sind, die im Wege stehen, die wahre Liebe verhindern wollen. Ein Christ aber denkt anders, denn ein Christ kennt die 10 Gebote zum Beispiel. Eines dieser Gebote haben wir ja gerade in Epheser Kapitel 6 gelesen. Erinnert ihr euch? Da schreibt der Apostel Paulus, Epheser Kapitel 6 ab Vers 1, ihr Kinder, gehorcht euren Eltern im Herrn, denn das ist Recht. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Das ist das erste Gebot mit Verheißung, damit es dir wohlgehe und du lange lebst auf Erden. Ehren, also Mutter und Vater ehren, Ehren meint im Hebräischen, gib deinen Eltern Gewicht. Also verstehe, ihre Rolle ist gewichtig. Was sie sagen, ist schwerwiegend für dich. Es ist wichtig, was sie sagen. Höre auf den Rat deiner Eltern, ordne dich ihnen unter und weiß darum, Gottes Segen wird dann bei dir sein. Du darfst lange leben, du wirst gesegnet sein, es wird dir gut ergehen. Aber lass uns nun fragen, wie sieht das denn jetzt praktisch aus? Also wie kann ein junger Mann eine Frau umwerben? Nun, zunächst einmal die beiden biblischen Prinzipien, die wir gelernt haben. Reinheit und Respekt, also keine Unzucht und nicht die väterliche Autorität umgehen. Biblische Brautwerbung heißt also, einmal zum Mitschreiben, biblische Brautwerbung bedeutet in Reinheit, ohne Unzucht und unter der Autorität und Aufsicht des Vaters eine Frau als Ehefrau für sich zu gewinnen. Diese beiden Prinzipien müssen unbedingt beherzigt werden. Heiligkeit und Autorität des Vaters, Reinheit und Respekt. Aber wie sieht das jetzt praktisch aus? Und das wollt ihr alle wissen. Nun, die Bibel gibt uns nicht einfach das eine Modell. Es gibt in der Heiligen Schrift unterschiedliche Wege, wie eine Ehe zustande gekommen ist. Und wir haben nicht die Absicht, irgendwie Gottes Wort zu ergänzen und irgendwelche Menschengebote aufzustellen. Und auch in der Kirchengeschichte zeigt sich, dass die Männer Gottes, die wir sehr schätzen, ganz unterschiedliche Art und Weise Ehefrauen gewonnen haben. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht dogmatisch werden, wo die Heilige Schrift es nicht ist. Gleichzeitig, ihr Lieben, gibt es diese beiden Prinzipien, die ich gesagt habe. Und die müssen wir beherzigen, denn die sind klipp und klar in der Heiligen Schrift und nicht Frage von Interpretation. Die Reinheit und der Respekt vor der Autorität des Vaters. Wie kann ich jetzt diese beiden Prinzipien beherzigen und dann eine Frau gewinnen? Wie könnte das zum Beispiel aussehen? Denkt mal mit mir nach. Ihr habt jetzt diese beiden Prinzipien im Kopf und jetzt denkt mal drüber nach, wie das ablaufen könnte. Vielleicht so? Ein junger Mann sieht eine Schwester, die Merkmale hat, die wir besprochen haben letzten Sonntag. Was tut er dann? Nun, vielleicht geht er hin, spricht stundenlang mit ihr, ruft sie an, schreibt mit ihr, trifft sich mit ihr privat, verbringt einfach viel Zeit mit ihr, um sich näher kennenzulernen, gewinnt ihre Aufmerksamkeit. Und dann, wenn er denkt, ich glaube, die hat mich wirklich gern, ich glaube, die liebt mich, dann geht er zu dem Vater. Ein Prinzip, das wir gelernt haben, Autorität des Vaters, lieber nicht umgehen. Ein anderes Prinzip ist, nehmt euch in Acht vor Unzucht, das kann ganz schön gefährlich werden. Ich würde das als Vater nicht in Ordnung finden, wenn der junge Mann versucht, das Herz meiner Tochter zu gewinnen, ohne mit mir gesprochen zu haben. Also, wie sollte es dann sein?
Klar ist, der junge Mann sollte eben nicht mit den Gefühlen einer Frau spielen und irgendwie bewusst ihre Liebe versuchen zu wecken, wenn er nicht wirklich ein ernstes Interesse an ihr hat und bereit ist, mit dem Vater zu sprechen. Darum doch lieber so, ihr Lieben, oder? Ein reifer junger Mann sieht eine Frau, vielleicht im Rahmen der Gemeinde oder woanders, und er hat gesehen, sie hat die Merkmale. Sie ist wirklich jemand, die eine gute Ehefrau ausmachen kann. Er hat das gesehen, ohne ihr irgendwie zu nahe gekommen zu sein. Er hat das beobachtet im Rahmen der Gemeinde. Er hat das gemerkt, dass sie diese biblischen Merkmale erfüllt. Er hat sie gesehen, er hat sie beobachtet, er hat Dinge von ihr gehört. Und wenn er jetzt Interesse hat, zweite Prinzip, respektiere den Vater. Geh doch hin zum Vater. Nehmen wir mal an, eine Frau merkt jetzt, dass ein junger Mann Interesse hat und versucht, ihr näher zu kommen, dann sollte diese junge Frau ihn einfach zum Vater schicken. Bevor sie jetzt erlaubt, intensiveren Kontakt mit ihr zu haben, sondern ihn gleich zum Vater schicken. Dadurch, ihr Lieben, sortierst du alle aus, die nur spielen wollen. Alle, die unaufrichtig sind. Wer den Vater übergehen will, zeigt, dass er keinen Anstand hat und eventuell sogar was Unmoralisches im Schilde führt. Aber wer wirklich Interesse hat, wer verantwortungsvoll ist, der wird auch bereit sein, diesen Schritt zu gehen, weil eine Frau es wert ist. Und wenn man eine Frau wirklich haben möchte, dann wird man bereit sein, sich diese Mühe zu machen. Wenn der junge Mann zum Vater geht, wenn das der Fall ist, dann sollte der Vater natürlich sehr freundlich zu diesem jungen Mann sein. Er sollte das im höchsten Maße respektieren, denn es kostet sehr viel Überwindung, diesen Schritt zu gehen. Auf freundliche Art und Weise, respektvolle Art und Weise, sollte der Vater nun einfach seiner Pflicht nachkommen, nämlich er sollte diesen jungen Mann prüfen. Nun, vielleicht kennt er ihn schon, weil er ihn jahrelang kennt aus der Gemeinde, dann ist das vielleicht nicht mehr so intensiv nötig, wenn er ihn intensiv schon kennt. Aber wenn er ihn vielleicht nicht kennt, ihr Lieben, ist es wichtig und nützlich, dass der Vater sich einfach mal hinsetzt und von Mann zu Mann mit diesem jungen Mann spricht und schaut einfach, ob er geeignet ist oder nicht. So, und wenn er jetzt die biblischen Voraussetzungen erfüllt, dann sollte er das auch dankend ablehnen und freundlich klarmachen, dass das nichts wird. Oder vielleicht hat dieser junge Mann gewisse Defizite und vielleicht hat der Vater das auf dem Herzen, diesen jungen Mann zu begleiten und zu sagen, vielleicht in einer gewissen Zeit könnte es was werden. Lass uns gemeinsam daran arbeiten. Der Vater sollte einfach unter Gebet ordentlich anhand von biblischen Prinzipien schauen, ob der Mann in Frage kommt. Er sollte nicht nach seinem Gutdünken und seinen weltlichen, ungeistlichen Kriterien vielleicht entscheiden. Er sollte weise entscheiden. Und darum ist es sicherlich auch weise und angebracht, mit der Mutter lange darüber zu reden. Sich mit ihr zu beraten und vielleicht auch andere Ratgeber zu involvieren. Er sollte auf jeden Fall nicht überall rum erzählen, dass dieser junge Mann Interesse gezeigt hat und darum Gespräche mit ihm führt. Das wäre nicht fair dem jungen Mann gegenüber. Kann ja sein, dass er abgelehnt wird und wie steht er dann da? Nun, wenn der Vater aber denkt, der Mann ist gut für meine Tochter, dann sollte er natürlich mit der Tochter sprechen. Noch einmal, es wäre nicht weise von dem Vater, seine Tochter einfach irgendeinen Mann aufzuzwingen. Er wünscht sich ja gerade, dass sie glücklich ist und dass die Ehe hält und dass das funktioniert und dass das eben passiert, wie es im Hohelied heißt, der Liebe. Das Hohelied, das ist dieses biblische Buch. Ja, dass die Frau tatsächlich auch verliebt ist in den Mann und den Mann begehrt. Das wäre wünschenswert. Das wäre tatsächlich ein Ziel, das man hat als Vater, dass die Tochter auch jemanden findet, den sie wirklich von Herzen liebt. Daher sollte er also zu ihr kommen mit dieser Empfehlung, mit diesem Rat, wenn er mit diesem jungen Mann gesprochen hat und er denkt, er ist in Ordnung. Und ihr einfach sagen, du, es gibt da einen jungen Mann, den möchte ich dir empfehlen, der erfüllt diese Kriterien. Kannst du dir das vorstellen? Diesen jungen Mann kennenzulernen, dass er, wenn sie ihn noch nicht kennt, dass er dein Mann werden könnte. Ja, wenn sie jetzt sagt, also ich krieg Würgereiz, nur wenn ich an ihn denke und unter keinen Umständen eher sterbe, ich bitte, bitte, nein, Papa, dann sollte der Vater schauen, welche Gründe die Tochter für diese Abneigung hat und das auswerten und natürlich in Absprache mit der Tochter dann weiter vorangehen, je nachdem, in welche Richtung sie gehen wollen. Es kann aber auch sein, dass der Vater hier dem jungen Mann leider eine Absage erteilen muss, da es tatsächlich begründete Abneigung gibt. Aber nehmen wir mal an, sie sagt, ja, es freut mich, dass er Interesse an mir hat und ich bin dem nicht abgeneigt. Ja, dann hat der Vater jetzt die Verantwortung, darüber nachzudenken, inwiefern die beiden sich vielleicht noch kennenlernen müssen oder sollten.
Oftmals kennt man sich ja schon aus der Gemeinde. Und falls der Vater jetzt denkt, es ist sinnvoll, dass es irgendwie sowas in einer Art wie eine Kennenlernphase gibt, dann sollte der Vater darauf achten, dass dies in einem geschützten Rahmen passiert. Es obliegt hier der Verantwortung des Vaters. Er muss jetzt entscheiden, was erlaubt er. Sollen die telefonieren, sollen die skypen, sollen die Briefe schreiben? Laden wir den jungen Mann mal ein zum Essen in unserer Familie? Wir können hier diesbezüglich keine Vorschriften machen. Der Vater muss in seiner Weisheit jetzt schauen, inwiefern sich die beiden vielleicht in einem geschützten Rahmen kennenlernen müssten, ohne dass die Gefahr entsteht, irgendwie Unzucht zu treiben. Vielleicht ist das auch gar nicht nötig, weil die beiden sich schon lange kennen aus der Gemeinde. Das muss der Vater wissen, was dort angebracht ist. Ich habe jedenfalls noch nie ein Ehepaar getroffen, das mir sagte, wir waren zu vorsichtig in unserer Kennenlernzeit. Vielmehr habe ich Leute getroffen, die gesagt haben, wir sind zu weit gegangen und es tut uns leid und es beschämt uns. Nun, für den Fall, dass jetzt alles in Ordnung ist, sollte der junge Mann natürlich auch schon bald die Hand seiner Tochter, um die Hand der Tochter anhalten bei dem Vater. Sollte ihn fragen, ob er sie heiraten darf. Und falls der junge Mann die Sache irgendwie schleifen lässt und nicht vorangeht, dann sollte der Vater ihn natürlich auch beiseite nehmen und mal fragen, was jetzt Sache ist. Denn man sollte die Frau nicht in Ungewissheit lassen. Wenn der Mann den Segen des Vaters hat, dann sollte der junge Mann der Tochter einen Antrag machen und sich unter dem Segen des Vaters mit ihr verloben. Und hier nochmal, in der Heiligen Schrift ist Verlobung tatsächlich bindend, rechtskräftig und würde eigentlich einer Scheidung bedürfen, das aufzulösen. Die Zeit der Verlobung ist dann die Zeit, wo es wirklich romantisch werden kann. Lest einmal das Buch Hohelied. Wie die Verlobten miteinander reden dort und wie sie mit großer Sehnsucht erfüllt sind, das ist alles die Verlobungszeit. Und dann wird der Bund der Ehe geschlossen, vor Gott lebenslange Treue sich zu schwören und dann beginnt die Intimität. Der Herr hat nämlich die Sexualität exklusiv für die Bundesgemeinschaft der Ehe bestimmt. Hier ist das dann keine Unzucht mehr, sondern es ist heilig und rein, es ist Bundesgemeinschaft. Nun werden einige von euch vielleicht sagen, das klingt ja schön und gut, aber ich habe nicht so einen Vater, der so darauf Acht geben kann. Er ist vielleicht ungläubig oder anderweitig ist er jetzt nicht in der Lage, einen Anwärter zu prüfen und diesen ganzen Prozess zu begleiten. Nun, auch ungläubige Väter oder einen Vater mit nur wenig Erkenntnis sollte man nicht hintergehen, sondern ehren. Und auch zu ihm sollte der junge Mann gehen und um seinen Segen bitten. Bei solchen Fällen, wo man befürchtet, dass der Vater das nicht so begleiten wird, wie man sich das erhofft, bieten wir als Pastoren zusätzlich an, dass man gerne auf uns zukommen kann. Und wir können nicht den Vater ersetzen, wir haben auch nicht die gleiche Autorität und Verantwortung, aber mit Rat und Tat sind wir gerne bereit, zur Seite zu stehen, soweit wie wir das tun können. Und sicherlich weiß ich, dass auch immer noch jetzt Fragen offen sind. Sprecht uns einfach gerne an, wir reden darüber. Wichtig ist jetzt aber, dass diese beiden Prinzipien ankommen, diese beiden Grundprinzipien. Und wir wünschen uns, dass sie in dieser Gemeinde hier beherzigt werden, dass sich danach gerichtet wird. Ein Mann soll in aller Reinheit unter der Aufsicht des Vaters, / der Pastorin, eine Schwester als Frau für sich gewinnen. Den Frauen möchte ich sagen, wenn ihr heiraten möchtet, wenn ihr nicht Single bleiben wollt, Gottes Wort sagt, es ist gut, wenn ihr Single bleiben wollt, bleibt das gerne, aber wenn du heiraten möchtest, dann trachte doch bitte zuerst danach, dem Herrn zu gefallen. Trachte danach, diese Eigenschaften zu haben, von denen wir gehört haben am letzten Sonntag. Und dann, wenn du so lebst, wirst du gottesfürchtige Männer anziehen, die deinen Wert erkennen und sagen, dein Wert ist größer als Gold und Korallen, wie wir gelesen haben. Die bereit sind dann, diesen Weg zu gehen, in Reinheit unter der Autorität des Vaters, dich zu gewinnen und dich zu umwerben. Und junge Männer fragen jetzt vielleicht noch, aber wie soll ich umgehen mit Frauen, bevor ich mit ihrem Vater gesprochen habe? Dann möchte ich dir sagen, pass auf, dass du keiner Schwester näher kommst, ohne den Vater um Erlaubnis gebeten zu haben. Halte dich da zurück. Damit meine ich, sei doch einfach ein treuer Mann, der auffällt durch seine Treue im Glauben, in der Gemeinde, in seiner Anwesenheit, in seinem Dienen und so weiter und so fort. Sei einfach ein Gentleman, jemand, der sich höflich zurückhält, der zuvorkommend ist, der freundlich ist, der hilfsbereit ist, respektvoll umgeht mit den Frauen, der aber keine Dame bedrängt oder sie ungebührend irgendwie behandelt, der nicht mit ihr flirtet und mit ihr schreibt und lange mit ihr telefoniert und irgendwie die Nähe sucht und versucht, die Liebe in dieser Frau zu wecken, ehe er mit dem Vater gesprochen hat.
Wenn ihr die gefunden habt, die die Eigenschaften erfüllt, dann geht auf den Vater zu. Ihr sollt alle wissen, liebe Brüder, wie ihr euch eure eigene Frau gewinnt in aller Reinheit unter der Autorität des Vaters. Bei all dem, lasst mich aber noch sagen, vertraue auf den Herrn und such seine Hilfe, denn ein Mann mag sich bemühen, aber eine Ehefrau ist und bleibt immer noch eine Gabe und eine Gnade des Herrn. Es heißt in Sprüche Kapitel 19, Vers 14, Haus und Habe sind ein Erbteil der Väter. Vom Herrn aber ist eine einsichtsvolle Frau. Sprüche 18, Vers 22. Wer eine Frau gefunden hat, hat Gutes gefunden und hat Wohlgefallen erlangt von dem Herrn. Der Herr vermag, eine gute Frau zu schenken. Sie ist eine Gabe, eine wertvolle Gabe. Vertraue darauf ihm. Vertraue ihm ganz. Schaue auf ihn. Und halte dich an seine biblischen Prinzipien, dann wird er dich segnen. Du wirst Wohlgefallen finden vor ihm, wenn du seinen Willen tust. Denn dies ist Gottes Wille, eure Heiligung, dass ihr euch von der Unzucht fernhaltet, dass jeder von euch sich sein eigenes Gefäß in Heiligung und Ehrbarkeit zu gewinnen wisse, nicht in Leidenschaft der Begierde, wie die Nationen, die Gott nicht kennen, dass er sich keine Übergriffe erlaube, noch seinen Bruder in der Sache übervorteile, weil der Herr Rächer ist über dies alles, wie wir euch auch vorher schon gesagt und eindringlich bezeugt haben. Denn Gott hat uns nicht zur Unreinheit berufen, sondern in Heiligung. Deshalb nun, wer dies verwirft, verwirft nicht einen Menschen, sondern Gott, der auch seinen Heiligen Geist in euch gibt. Möge der Herr uns allen dazu seine Gnade schenken. Amen. Lasst uns aufstehen, miteinander beten. Unser Herr, wie herrlich ist dein Wort und die große, unergründliche Weisheit darin. Nicht wie die Weisheit der Welt, die vorgibt, weise zu sein, aber wo man doch erkennt, dass nichts dahinter ist, wenn man auf den Ausgang schaut. Aber dein Wort, Herr, ist wahre Weisheit. Und deswegen lieben wir dein Wort und wir wünschen uns, dass wir handeln und leben gemäß deinem Wort. Dass wir tun, was du uns sagst von Herzen. Herr, wir haben heute Dinge gehört, die sehr unmodern sind. Und wo es sicher viele in unserer Welt gibt, die völlig ausrasten würden und außer sich werden, wenn sie das hören. Aber uns ist es deine göttliche Weisheit. Du bist der Schöpfer. Du hast auch die Ehe geschaffen. Du hast Mann und Frau gemacht. Und von dir wollen wir lernen, wie wir weise leben und weise umgehen mit diesen Dingen. Und so flehen wir, Herr, dass wir wirklich eine Gemeinde sind, die so lebt, dass die jungen Männer und auch die jungen Frauen in aller Reinheit und in großer Zucht und Ordnung miteinander umgehen, dass keine Grenzen überschritten werden, sondern dass wir uns alle bemühen um Heiligung, dass die Frauen bei uns hoch geachtet sind und sich niemand ungebührlich verhält und sich vergreift an einer deiner Töchter, Herr, sondern dass er sich davor fürchtet, sie falsch zu behandeln. So hilf, dass wir alle in großer Reinheit miteinander umgehen und sorge dafür, dass die jungen Männer die Autorität des Vaters respektieren. Herr, dass wir alle unsere Eltern ehren und besonders auch dann die jungen Männer, dass sie doch erkennen, dass es nicht ihre Aufgabe ist, nicht ihr Recht ist, sich eine Frau einfach zu nehmen. Genauso, Herr, dass die Töchter das doch begreifen, dass sie sich davon nicht eingeschränkt fühlen, sondern dass sie erkennen, welche Weisheit dahinter steckt, dass sie einen Vater haben, der sie beschützt und auf sie aufpasst. Schenk uns als Vätern Weisheit, dass wir alles recht beurteilen können, dass wir voller Liebe mit solchen jungen Männern umgehen, aber auch in großer Weisheit alles beurteilen. Herr, wir wünschen uns von Herzen,
dass Brüder und Schwestern sich finden, dass Männer ihr eigenes Gefäß gewinnen, in Reinheit und unter der Autorität des Vaters. Wir wünschen uns, dass wir Verlobungen feiern dürfen und Hochzeiten. Aber sorge dafür, dass alles in Reinheit geschieht, Herr, dass niemand dich verwirft oder die Weisheit aus deinem Wort verwirft und meint, er wüsste es besser. Und dann beten wir für all die, die noch keinen Ehemann, keine Ehefrau haben, aber sich danach sehen, dass du dafür sorgst, dass sie nicht sich vergehen in irgendwelchen Begierden und darunter leiden und sich nur noch damit beschäftigen und wünschen, sondern, Herr, dass sie die Zeit nutzen, dass sie ganz auf dich vertrauen und die Zeit nutzen, um zu gottesfürchtigen Männern und gottesfürchtigen Frauen zu werden und alles andere bei dir lassen, Herr. Denn du bist unser aller Vater und du passt auf uns alle auf und du bist vollkommen weise und wirst uns beschützen vor jeder Gefahr. So stärke das Vertrauen in dich und sorge dafür, dass wir alle wachsen in der Reinheit und der Zucht und der Heiligung und in der Gottesfurcht. Heilige deine Gemeinde, Herr, dass wir so leben, wie es dein Wille ist. Gepriesen seist du für all dies. Im Namen deines Sohnes. Amen.